Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Planet Zoo, meine lieben Freunde. Ich bin's wieder, euer Brilli. Ihr seid wieder live. Nein, nicht ganz live, es ist ein Video on Demand. Mein Gott, was ist da wieder los heute? Ja, schön, dass ihr wieder zurück seid. Schön, dass ich auch wieder da bin. Planet Zoo ist jetzt erstmal gelistet am Montag um 20 Uhr. Aber vielleicht kommt's auch zweimal die Woche. Ich muss halt mal sehen, wie viel ich jetzt noch aufnehme von Planet Zoo während der Beta. Deswegen gibt's jetzt keinen zweiten festen Termin. Auf jeden Fall montags 20 Uhr. Und ja, ich habe momentan sehr, sehr viel aufzunehmen, wie ihr euch denken könnt. Denn der Kanal soll natürlich heute quasi wieder starten. Das heißt, ihr habt eben schon ein neues RimWorld-Video bekommen. Und jetzt eben noch Planet Zoo. Und wir machen weiter, haben in der letzten Folge ja schon ein bisschen rumhantiert und gemacht. Hauptsächlich wurden wir von verschiedenen Tierarten beschissen. Sagen wir, wie es ist. Ach, guck mal, hier sind sogar die Giraffen am Start da. Geile Viecher, oder? So Riesengeräte. Guck mal, wer kommt da? Was tut er? Er macht sauber. Er macht die Köttel weg. Das ist ja krass, die haben so eine Saugmaschine dafür. Boah! Das ist ja krass. Okay, die haben so eine krasse... da galoppiert die. Ja, aber darf man auch nicht in den Weg kommen. Wenn so eine Giraffe auf dich zugaloppiert, dann Sayonara, würde ich sagen. Was ist denn hier? Oh nein, gibt's das jetzt hier auch? Schnee? Das hat mich ja schon bei Planet Coaster der ein oder anderen Andacht... Das hat mich der ein oder anderen Andacht... Was zum Teufel? Das hat mich zu der ein oder anderen Rage-Meinung geleitet, ja, dieses Schneethema. Weil es ist nun mal hier überall, es sieht ziemlich sommerlich aus, muss man sagen. Und deswegen verstehe ich halt nicht, wie man dann hier Schnee haben soll. Innen drin, in einem Haus, wegen mir, was gekühlt ist, aber noch nicht hier draußen. Das ist immer für mich ein bisschen komisch. Aber gut. Soll jetzt mal dahingestellt sein. Wir machen weiter im Text. Ja, wir machen weiter im Text. Wir gucken uns das Gehege hier mal an. Denn da sollen wir mal rein und schauen, was hier ist. Müssen wir hier einen Gehegeeingang hinzufügen, bevor wir den Zaun fertigstellen. Ah, guck mal, der Zaun ist noch gar nicht fertig. Wir müssen einen Eingang haben. Wie sollten die Pfleger sonst zu den Tieren gelangen? Ja, ist richtig. Achte aber darauf, dass der Pfad anschließt, damit ihn die Pfleger erreichen können. So, das ist jetzt so ein bisschen so wie der Eingang bei Planet Coaster. Ein- und Ausgang, würde ich jetzt mal behaupten. Das ist jetzt was? Geh mal hier weg. So, hier ist der Eingang. So, das ist jetzt der Gehegeeingang. Machen wir jetzt mal hier hin. Gut. Stellen wir den Zaun fertig, damit wir ein paar Strauße adoptieren können. Strauße? Ich habe einen Bereich für dich markiert und ich möchte, dass du die Einfassung mit einer Ziegelmauer abschließt. Ich möchte aber jetzt, bevor ich das tue, möchte ich gerne wissen, wie die Leute denn bitte diese Straußen beobachten sollen, wenn da einfach eine riesige Ziegelmauer davor ist. Freunde. Naja, okay, wir gucken mal. Wie geht das? Aha, okay, pass mal auf. Also, wir haben hier die Winkelausrichtung, die wir anmachen können. Wir haben die Länge, machen wir mal 10 Meter. Wir haben die Höhenausrichtung, 1 Meter. Ach, guck mal, und hier, wir brauchen noch Fenster da drin. Aber wir machen es mal erstmal so, wie die es wollen. Machen wir erstmal so, wie die wollen. Hier, schöne... Kurve. So. Das ist doch eine schöne Mauer. Ach, guck mal, die ist aber jetzt gar nicht so hoch. Und das ist nicht angebunden hier. Ich habe falsch geklickt. Geht das nochmal bitte alles zurück? Mal hier. So, jetzt. Ah. Das ist besser. Und jetzt machen wir das noch schöner. Noch schöner machen wir das jetzt. Na? Denk daran, ein Gehege muss vollständig und lückenlos eingezäunt sein, ja, bevor du darin. Und jetzt sieht kein Mensch irgendwas. Du hast wahrscheinlich bemerkt, dass Besucher im Augenblick nicht wirklich ins Gehege hineinsehen können. Dankeschön, Nancy. Stehleiter. Deshalb möchte ich, dass du einen Teil des Zauns auswählst und die Ziegel durch Glas. Ja, das muss auf jeden Fall sehen können. Hier sein. So. Wie mache ich jetzt okay? Wie ist jetzt okay? Weiß ich nicht. Hier muss es sein. Hä? Ich verstehe es nicht. Was? Zum Teufel! Ich hasse es, wenn ich Dinge nicht verstehe. So, ich habe das doch jetzt angeklickt. Warum kann ich denn jetzt hier nicht...
Das soll jetzt Glas sein. Wo muss ich denn jetzt draufdrücken? Hä? Jetzt mache ich hier die Mauer anders. Oh Gott. Ich verstehe es nicht. Wirklich nicht. Ich verstehe es nicht. Also, ich klicke Glas an. Und dann? Was dann? Wo mache ich das? Erledigt. Ah! Je mehr Fenster du hinzufügst, desto mehr Gelegenheiten haben die Besucher, ein Tier in seinem Gehege beobachten zu können. Wenn du die Sichtgelegenheiten so platzierst, dass die Besucher ihren Weg nicht verlassen müssen, machst du sie glücklich. Und außerdem wäre es ein schrecklicher Zoo, wenn man keine Tiere sehen könnte. Ja, jetzt lass mich doch mal hier. Eine Spendenbüchse hinzufügen. Denn wenn die Besucher Spaß beim Beobachten eines Tieres hatten, werden sie etwas spenden. Ich wollte jetzt noch... darauf, dass du sie an leicht erreichbaren Orten wie Aussichtspunkten platzierst. Wieso ist hier nichts mehr? Spendenbüchsen gehören zu den Haupteinnahmequellen des Zoos und sie sollten ein absolutes Muss für dich sein. Wo kann ich den, kann ich an Wegen platzieren, wie Mülltonnen? Gut, du hast das Gehege fertiggestellt. Naja, das ist jetzt noch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Holen wir uns doch 4 für hier. 4 für hier? Nein, wir holen jetzt erstmal gar nichts für hier. Ich will mehr Glas, aber ich kann nicht. Ich kann nicht. Okay, es funktioniert einfach nicht. Wir haben nur dieses Sichtfenster. Hm, naja, gut, dann müssen wir jetzt in den Tierhandel und erstmal 4 Straußen kaufen. Tja, Yamina, Aetoro, Lutalo und Yendai. Ja, Lutalo ist natürlich, also, die ist natürlich sehr, sehr gut. Yamina ist sehr, sehr gut bewertet. Partnervergleichen zu Pedia. Über das Aufnehmen, so. Dann kaufen wir einfach alle 4. Wir sollen 4 kaufen. Hier sind 4 aufgelistet, also kaufen wir die 4. Guck mal, die Fruchtbarkeit ist aber bei der einen hier nicht so gut. Bei Yendai. Ja, nur einen Mann, ja. Lutalo, ja. Er ist quasi der Hahn im Gehege. Dabei ist es ein Strauß, das steht hier. Witzig. So, okay. Die sind jetzt im Handelszentrum, das hier war, wenn ich mich nicht täusche. Da ist es. So, und wie mache ich das jetzt nochmal? Ziehe ich die hier rüber? Nein. An Zoo senden erstmal. Ja, hier, bitte in das Gehege. So, und das auch. Und du auch. So, das mal einzeln machen, oder kann man auch sagen, hier die gleichen Tiere ankommen in dasselbe Gehege? Während wir warten, dass sie von den Tierpflegern abgeholt und zum Gehege gebracht werden, solltest du es für sie vorbereiten. Füge jeweils eine geeignete Futter- und Wasserstation hinzu und einen passenden... Rasensprenger haben sie jedenfalls schon mal. Es empfiehlt sich, Beschäftigungen und Futterstationen in der Nähe des Gehegezauns zu platzieren, damit die Besucher gut hinsehen und die Tiere beobachten können. Ja, ja, mit meinem einen Sichtfenster ist das auch richtig krass. Kommt alles hier hin, alles wird hier, wird sich hier abspielen. Was ist eigentlich Wasserdruck, Futterspender, Futterschüssel, groß? Was bedeutet denn langsam? Das war jetzt auch nicht so genau. Sind die Straußen da? Da! Der erste ist da. Ist er wunderschön? Er ist wunderschön. Guckt euch das Teil an. Mega. Und direkt der zweite dabei. Uitsch. Sauber. Also. Hier, Wasser. Wieso kann ich es nicht platzieren? Hier geht's. Ah, hallo? Nein, ach nein. Was zum... Ich will das doch nur drehen. So. Schöner Wassertrog, Futtertrog. Was
Was fehlt jetzt noch? Mehr kann ich hier im Gehege ja überhaupt auch nicht bauen. Ich kann hier so einen langsamen Wutterspender. Das ist zum Spielen, glaube ich, dann eher. Ne? Kann das sein, dass das dann eher ein Spielteil ist? Was soll ich machen? Erreiche Futterwasser und erhöhe den Leben durch Futter. Ja, ja. Futter. Wie mache ich denn jetzt Futter? Tierpfleger zum Gehege rufen. Menge. Tierpfleger wurde angefordert. Schauen wir mal. Sind alle da? Alle vier? Ja. Warum ist er so riesig? Ach, das ist das Männchen. Sind die tatsächlich so viel größer als die Weibchen bei den Straußen? Ich bin mir da jetzt nicht so ganz sicher. Aber das ist ja krass. Er hat auf jeden Fall die freie Auswahl hier zwischen denen. Natürlich würde ich als Männchen natürlich hier die Goldene nehmen, die Yamina. Ganz klar. Die Goldene. Ist auch noch die Jüngste. Na. Kommt der Tierpfleger jetzt mal? Guck mal. Machen die Leute schon irgendwas? Haben doch jedenfalls noch nichts gespendet. Was seid ihr eigentlich für blöde Säcke? Jetzt guckt euch da mal das Gehege an. Und dann spendet mal schön ein bisschen was. Ja, mega, oder? Da kommt der. Wollen erstmal Wasser rein. Sehr gut, das hast du gut gemacht. Jetzt mach bitte aber da auch noch was zu essen. Oder? Mach's jetzt auch, komm. Warnung, was? Guck mal, die trinken jetzt. Tierpfleger ist unterwegs, immer noch. Warten wir mal ab. Und die trinken sie jetzt erstmal ein. Aber was, warum stand da jetzt Warnung? Da steht nicht mehr Warnung. Tiere. Vier Tiere. Was ist denn hier mit ihm zum Beispiel? Wohlbefinden. Ja, ihr braucht halt Ernährung. Ihr könnt die von da überhaupt nicht sehen. Oh, 180 wurden gespendet. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Toll. Ihr seid mir ja ein paar. Mann, das sind aber auch tolle Straußen, die wir hier haben. Wo bleibt der Tierpfleger mit dem Essen? Da kommt wer. Ist er das? Bringst du ein bisschen was zu essen für die Straußen? Strauß C? Er rennt einfach dran vorbei. Leute, ich habe ja jemanden angefordert, der mal was zu essen bringt. Alter, beeil dich jetzt aber mal ganz schnell. Du bist ja komplett weit weg. Na, bist eigentlich kurz davor. Alles gut, aber beeil dich trotzdem. Ich glaube, es hakt hier. Jetzt hier mal was zu essen und meine Strauße. Da kommt er. So, passt ja auf. Die können auch gefährlich werden, die Biester. Ja, musst du mir ein bisschen Acht geben. Aber du hast natürlich Essen dabei. Was kriegen die? Körner? Heuschrecken? Spinnen? Tiger? Was essen denn Straußen? Ah, hier, schöne Körner. Hier, njam, 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 njam. Ja, jetzt aber mal ran. So, was sagt denn mein Ziel? Habe ich das jetzt nicht erreicht? Erhöhe den Wert Lebensqualität durch Futter. Wo ist denn der Wert Lebensqualität? Da. Der ist jetzt für Lutalo bei 42%. Und Lebensqualität durch Futter, es gibt viel zu wenig Beschäftigung durch Futter. Muss ich doch dieses Teil bauen? Warte mal, dann baue ich dieses Teil hier noch. Da können die ein bisschen dran spielen. Ah, Goodwin House, Bronze, Leute. Strauße jetzt einen Ort haben, an dem sie sich richtig austoben können. Wusstest du, dass sie bis zu 70 km/h schnell laufen können? Hoffentlich reißen die nie aus. Die Strafen für Geschwindigkeitsüberschreitungen würden uns ruinieren. Ja, guck mal, wie gut es denen jetzt auf einmal geht. Das ist sehr gut. Ich habe nur dieses Ding hier gebaut. Bernie ist auf alle Fälle begeistert. Hat er seinen Radarfallenwitz gemacht? Echt jedes Mal, wenn wir einen Strauß kriegen.
Nun, da wir jetzt das Leben der Strauße verbessert haben, könnten wir das für die Pfleger doch auch machen, oder? Wir sollten eine Tierpflegerhütte bauen, damit sie die Strauße und Flusspferde leichter füttern können. Ah, beginnen wir also. Die Tierpfleger bereiten dort das Futter für die Tiere vor, deshalb sollten die Hütten in Gehegenähe platziert werden. Beginnen. So verschwenden die Tierpfleger keine Zeit, in der sie sich stattdessen um die Tiere kümmern können. Beginnen wir also mit den Silberzielen, meine lieben Freunde. Also, jetzt, geh doch mal weg. Ich will auch sehen, was da sonst noch ist. So, Klassiker, Tierpflegerhütte klein. Blendet so, Tierpflegerhütte klein. Und Tierpflegerhütte. Also verschiedene Variationen der Tierpflegerhütte. Für die passt jetzt am ehesten tatsächlich auch hierzu dann einfach. Diese Tierpflegerhütte bietet nur Platz für eine Person. Sieht's aus. Aber in der größeren Tierpflegerhütte kann das Futter gleichzeitig von mehreren Pflegern vorbereitet werden. Oh, aber Tierpflegerhütten und andere Mitarbeitereinrichtungen sollten nicht in stark besuchten Bereichen platziert werden. Wie detailgetreu dieses Spiel ist. Sie sehen Einrichtungen nicht gerne und das kann sich auf ihre Zufriedenheit auswirken. Mega, oder? Negativ, falls das nicht klar war. Alle Einrichtungen, Läden und viele Objekte benötigen Strom. Zu diesen Gebäuden gehört natürlich auch deine Tierpflegerhütte. Platzieren wir deshalb einen Transformator daneben, ja? Aha, ein Transformator. Jetzt ist alles blau geworden, weil du die Strom-Heatmap nutzt. Diese Karte zeigt an, was in deinem Zoo mit Strom versorgt ist und was nicht. Wenn du deinen Transformator platziert hast, kannst du links unten klicken, um sie wieder auszublenden. Ja, ja. Lass mich jetzt erstmal platzieren, Madame. Hier kommt er hin. Richtig schön drapiert. Ungültige Rotation. What? Was willst du denn jetzt? Verarschst du mich jetzt? Ach so, der muss an Weg angebunden sein. Das müsst ihr mir auch mal sagen. Ausgezeichnet. Jetzt können die Tierpfleger die Hütte nutzen, um Futter vorzubereiten. Und weil du sie so gut positioniert hast, müssen sie es nicht weit tragen. Wenden wir uns unserem nächsten Ziel zu, den Königstigern. Wir möchten welche aufnehmen, aber ich fürchte, noch ist nichts für sie vorbereitet. Begib dich zu dem Grundstück, das ich markiert habe. Es ist nicht weit weg. Begib dich zu dem Grundstück. So, da! Was haben wir hier? Alles klar. Als nächstes musst du ein Gehege von Grund auf errichten. Aus okay. Holz und Beton. Mach dich an die Arbeit und baue es. Und vergiss nicht den Gehegeeingang. Es empfiehlt sich, den Eingang in der Nähe einer Pflegerhütte zu platzieren. Zufällig befindet sich eine recht nahe am Handelszentrum. Ist das... Und achte darauf, dass die Besucher die Tiger sehen können. Handelszentrum, Quarantänebereich, Tierpflegerhütte, okay. Dann bauen wir jetzt mal ein Gehege, Leute. Unser erstes selbst gebautes Gehege, würde ich sagen. Also, wir haben hier die Betonwände, die Glaswände. Erstmal also machen wir die Betonwände hier durch. Soll ja schließlich auch nicht ausbrechen, die guten Tiger oder was wir da gerade haben wollen. Ach, guck mal. Und jetzt kann ich was... Gerade oder gewölbt. Ich muss gerade sagen, das muss doch gehen. Ja, lassen wir hier ein bisschen Platz, ist ja nicht schlimm. Kann man noch ein bisschen was hinbauen. Ich bin doch nicht so zufrieden mit dieser Kurve. Aber egal.
Ha-ya-ba. Wanakala. So. Sicht. Gott, wie habe ich das jetzt gemacht? Sicht. Und Sicht. Aha, so sieht das doch noch was aus. Eingang ist dann hier. Bernie achtet sehr auf die Sicherheit seiner Zoos. Also sollten wir auf jeden Fall sicher gehen, dass diese Tiger nicht aus ihrem Gehege springen können, oder nicht? Ja. Dafür müssen wir einfach nur die Höhe der Umzäunung anpassen. Wähle die Gehegeumzäunung, um sie zu bearbeiten. Dafür musst du nur doppelt auf die Gehegeumzäunung klicken. Super, markiere die gesamte Umzäunung des Geheges. Dazu musst du nur klicken und das Gehegeumzäunungsauswahlwerkzeug ziehen. Lülülü. Hast du den gesamten Gehegeumriss markiert und kannst die Höhe verändern, indem du das entsprechende Werkzeug nach oben ziehst. Stelle die Höhe auf mindestens 4 Meter ein. What? Also gehen wir nur mal sicher hier. Schön 4,30, ja, die klassische Tigerhöhe. Die Fassung ist fertiggestellt, der Gehegeeingang ist auch da und ganz wichtig, die Tiger können nicht mehr rausspringen. Sehr gut. Ich glaube, wir können jetzt einige Tiger aufnehmen. Ja, das machen wir dann in der nächsten Folge, meine lieben Freunde. Guckt euch dieses wunderschöne Gehege an. Mein erstes Gehege, ich bin ein bisschen stolz. Es ist wunderschön. Und ich als Tiger würde sagen, da möchte ich gerne rein. Ja, ich sage jetzt erstmal tschüss, macht es gut, bis zum nächsten Mal hier bei Planet Zoo. Dann geht's weiter hier in unserem schönen Zoo, der noch nicht von uns selber gemacht wurde. Aber hey, wir müssen ja auch erstmal lernen, wie das Ganze hier funktioniert. Ich sage jetzt tschüss, bis zum nächsten Mal, macht's gut, euer Brilli. Ciao, Leute.